Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Wir probieren. Heute mit Billy Boy Energy Drink. Billy Boy Energy Drink, ja. Gibt nicht viel zu sagen, außer dass es die normale Variante gibt und die Schnellficker-Variante mit Kondom. Ja, wie sieht das Ganze denn aus? Ja, hier sieht man, Billy Boy macht an, das gleiche nochmal mit Kondom. Das Kondom dann auch im gleichen Design. Mit dem typischen Billy Boy-Viech da drauf. Dieses Anmachteil, dieses Powerzeichen, on-off, erinnert mich so ziemlich an die Xbox. An die Xbox 360. Mit dem Ring of Death, ja. Ja, mit dem Rot, genau. Energy Drink steht nochmal unten drunter, dass du auch weißt, dass man es sich nicht reinschieben soll, sondern dass man daraus trinken kann. Bla bla. Erhöhter Koffeingehalt, Warninhalt, das übliche. Hopp, fang an. Ja, ja, auf damit. Hui, der spritzt. Riecht nach Red Bull. Gummibärchen tot. Ja, Red Bull Klon, wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Zur Abwechslung mal eine Version, wo man einer probiert. Genau. Eine Rülpsbrühe. Probier mal. Schenk dir mal ein. Indie. Der schmeckt schon. Ist da Molke drin? Ich wollte gerade sagen, das schmeckt wie Molke. Ach da. Nein. Nö. Das finde ich interessant. Also, es schmeckt so sanft wie ein Molkeabgang. Es schmeckt wie Molke und es nicht nur sanft, du hast auch dieses, ja, wobei du würdest ja eh sagen, das ist genau dieses Sanfte. Dieses, ja, es hat so eine Art Buttermilchnote und zwar geht es in Richtung Erdbeer. Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal sag ich, doch, hast du noch alle Schlümpfe im Sack. Doch, nee, die Erdbeer-Buttermilch, die schmeckt ja eh nicht nach Erdbeer. Aber das trinke ich nicht. Ja. Aber das nochmal. Vielleicht täusche ich mich auch. Doch, aber so Rotfrucht, es geht in die Richtung. Rotfrucht okay, aber jetzt nicht Erdbeere speziell. Rotfrucht. Doch, bei mir bleibt am ehesten noch so Erdbeer auf dem Zahn hängen. Ja. Wobei Erdbeer dann immer noch zu sagen ist, welche Form von Erdbeer? Die Glutamat- und Sägespäne Erdbeere oder. Ja, also wenn, dann würde ich schon eher, also es ist nicht diese typische Aroma-Erdbeere, sondern eher eine Richtung eher natürliche Erdbeere. Wahrscheinlich ist da trotzdem, wenn du hinten drauf guckst, siehst du, was da drin ist. Das ist der Chemiebaukasten schlechthin, das ist lustig. Ansonsten, außer auf die Idee zu kommen, als Kondomhersteller einen Energy-Drink rauszubringen, ist nicht schlecht. Noch eine bekloppte Stufe weiter zu gehen und da noch direkt ein Kondom drauf zu klatschen, darauf wäre ich nicht gekommen. Warum denn nicht? Ich weiß nicht. Es wirkt unseriös. Was ich nur immer lustig fand, da steht jetzt drauf, besonders bei sportlicher, ausgiebiger Betätigung. Auf den meisten Energy Drinks steht drauf genau das Gegenteil. Nicht vor Sport trinken. Ah, ja. Nee. Warum? Okay. Wir haben da ein Kondom vorne dran. Sehe ich das richtig? Könnte man doch irgendeinen Blödsinn mitmachen. Nur immer kidding. Dann packen wir ihn mal aus. Ja. Ja, ich meine, ein Energy Drink mit Kondom, den muss man natürlich. Ein schwarzes Kondom. Den muss man natürlich auch aus dem Kondom trinken. Mit Feuchtfilm. Aus dem Kondom trinken. Hopp, mach auf. Glatte zylindrische Form mit Reservoir. Reservoir Dogs. Hopp, mach jetzt auf das Ding. Kann es kaum erraten, wie beim Vögeln, ey. Ist ja unglaublich. Der will nicht raus, der Lümmel. Gibt's nur eins. Aufreißen! Ist jetzt nur eins oder zwei? Das ist eins. Nur eins. Ist ja langweilig. Das ist abgelaufen, wir können es nicht mehr. Nein, das ist nicht. So! Das ist abgelaufen, wir können nicht mehr draus trinken. Das ist wirklich schwarz, naja, gut. Ja. Sieht nach einem ganz klassischen Kondom aus. Es ist auch ein klassisches Kondom. So, Kinder, heute erklären wir euch, wie man ein Kondom benutzt. Bei dem bringt es nicht viel, weil das Ding ist nicht. Ja, willst du es tatsächlich über den Lümmel? Stülp drüber über den Lümmel. So, machst auf und rollst es schön runter, Kindchen. So, fein. So. Das hat sich gerade unter den Tisch gesaugt. So. Gucken, dass der Nippel sitzt. Das Reservoir muss ja ordentlich da sein. Hui. Und dann nachher, wenn du es voll gepimmelt hast, gucken beim Abziehen, dass nichts daneben geht. So, Kinder. Das gibt so eine Sauerei. Oh ja, ich glaube auch. Scheiße.
halt erstmal unten weggezogen. Ich bin es nicht gewohnt, sowas Kleines aus dem Kondom rauszuziehen. Wenn du es jetzt abziehst, gibt's bevor du es wieder rumdrehst. Ja, aber wenn ich es jetzt rumdrehe, dann fließt es vorbei. Oh Gott, was für eine Scheißidee. Warte, wir ziehen unten. Dann jetzt reißt es gleich. Dann haben wir die ganze Scheiße hier. Ja! Das war eine Scheißidee. Was ja, soll's? Und leer. Sieht toll aus. Kann man sich in die Wohnung stellen. Nur von der Kohlensäure. Warte mal, an was erinnert mich das jetzt? Das ist eine Nuckelflasche. Sieht aus wie eine Titte. In diesem Sinne. Adios. So, willst du? Ja. Nach was man anfängt, soll man auch zu Ende bringen. Richtig, nach einigen umständlichen Aktionen haben wir es geschafft, da reinzuschiffen. Und jetzt geht er nicht ab, weil so. Yay, sieht super aus. Wer wollte das nicht schon immer mal machen? Na dann, Prost. Ach, er ist irgendwie auf die scheiß Idee gekommen. Ach ja, ich. Und ich schmeckt's denn aus dem Kondom? Scheiße. Ach, Gummi, wer hätte es gedacht? Die haben das auch bestimmt gedacht. Wenn sie das mitliefern, ist es nicht zum Vögeln, sondern es ist dafür da, um den Energy Drink reinzuschütten. Das wäre überhaupt mal die Idee, einfach den Energy Drink direkt in, in Gummi abzufüllen. In Gummikondom. Dann machst du unten ein Loch rein. Kannst du draufdrücken dann. Ja, gut, wir haben es doch noch geschafft. Ist sehr zur Nachahmung empfohlen. Es macht echt total Sinn und so. In diesem Sinne, Schwengel.